Ladesäule ging es ja eigentlich los. Das war der erste Schritt. Die Pandemie letztendlich. Ja, wie es weitergeht. Ja. Vom Wetterprognose gesteuert. Person arbeitet nur 4 Tage. Ja. Der Umwelt zuliebe. Die energieinstallierte Gewerbe-PV-Anlage bei der Firma Staudiegel in Veitshöchern. Zum einen natürlich Kostengründen, einfach den Strompreis zu deckeln, und zum anderen natürlich aus Umweltschutzgründen. Ja, ich erwarte natürlich, dass wir ein Drittel maximal an unserer Energie einsparen können und dadurch wesentlich wirtschaftlicher produzieren können. Wie hoch ist bei Ihnen der Energieverbrauch? Der Energieverbrauch ist also beachtlich. Wir verbrauchen täglich 7000 Kilowattstunden an Strom, und durch die Photovoltaik, besonders im Sommer, erwarte ich, dass wir mindestens die Hälfte dieses Strombedarfs selber decken können. Im Winter ist es natürlich weniger. Aber insgesamt soll sich die Anlage in relativ kurzer Zeit amortisieren. Und das geht halt nur, wenn wir unseren Strom selber hier verbrauchen. Die Energieversorgung hat uns eine Eigennutzung von 75% prognostiziert. Das heißt also, fast alles, was in den 7 Tagen produziert wird, wird auch hier verbraucht. Wir haben auf dem Dach eine Ost-West- und Südaufständerung mit ca. 10 Grad Dachneigung. Wir haben über 900 Module verbaut und die in mehreren Arrays, mehreren Feldern sozusagen auf die Wechselrichter verschaltet. Es befinden sich 3 Wechselrichter in der Anlage mit Überspannungsschutz, und dann haben wir noch einen Niederspannungsanschlussschutz in doppelter Ausführung, weil wir uns in der VDE 4110 befinden, um die Anlage sicher vom Netz trennen zu können. Wir haben eine Direktvermarktung, wir haben eine regelbare Anlage im Eigenverbrauch. Ja, natürlich, das ist hier ein Paradebeispiel für das, was wir in der Zukunft machen müssen. Und wir hatten ja auch schon hier mit den Unternehmen im Gewerbegebiet auch einige Treffen. Und da war natürlich auch ein Thema, und das ist ja auch Wunsch und Wille des Gemeinderates, dass wir versuchen wollen, die Betriebe auch zu animieren, ihre großen Dachflächen, die wir ja hier im Gewerbegebiet auch haben, zu nutzen. In diesem Falle ja hier bei der Firma Staudiegel. Wunderbares Beispiel, wie das gelingen kann. Eine gewisse Grundlast, die einfach immer laufen muss. Also manche Sachen sind einfach im Standby. Außerdem haben wir sehr viele Elektrostapler, die dann eben am Wochenende geladen werden können. Also wie Sie sehen, haben wir hier 3 Ladesäulen. In der Mitte sozusagen die Hauptladesäule, rechts und links die Slave-Ladesäulen. Jede Ladesäule, jeder Ladepunkt hat sozusagen 2 Anschlüsse, bis zu 22 kW Ladeleistung. Und wird natürlich im Überschussbetrieb betrieben. Das heißt, wir können direkt auch den Photovoltaikstrom nutzen, um sie auch zu speichern sozusagen für Fahrenergie in den Autos. Die laufen über die PV-Anlage, und das ist also eigentlich der Benefit. Wir möchten unsere Mitarbeiter einladen, am Wochenende ihre Fahrzeuge hier bei uns zu laden. Und das ist eigentlich der Vorteil, den die Mitarbeiter bei uns dann haben. Ich denke am Energie- oder am Spritverbrauch wird sich das bemerkbar machen, und die Elektrofahrzeuge werden in Zukunft mehr. Also das wird uns ja überall prognostiziert, und dadurch nutzen wir unsere Energie selber, und der Kollege kann umsonst Auto fahren. Also auf jeden Fall ohne Spritkosten Auto fahren. So schon? Nein, dann machst du jetzt den da. Du darfst den drinnen nur neu machen. Du machst die alle anderen neu. So, und du darfst die letzten neu machen.